Hey there guys, Ben Swan here. It's good to see you again. It's been a while, hasn't it? Der preisgekrönte Journalist und Nachrichtensprecher Ben Swan wurde von CBS Atlanta suspendiert, nachdem er die Rückkehr seines Reality-Check-Segments angekündigt hatte. Am Freitag wurde der preisgekrönte Journalist Ben Swan von BS 46 in Atlanta suspendiert. Nur wenige Stunden vor der Suspendierung hatte Swan ein neues Video veröffentlicht, sein erstes unabhängiges Video seit Januar 2017, das seine bevorstehende Rückkehr in die unabhängige alternative Nachrichtenarena ankündigt. Am Donnerstagabend veröffentlichte Swan ein Video über Vimeo, in dem er über ein bevorstehendes neues Projekt berichtet. Er bezeichnete sich lediglich als investigativen Journalisten und verwies nicht seine Verbindungen zu CBS 46. Ben Swan hatte gewagt zu fragen, woher kommt die Terrororganisation Islamischer Staat, IS, die der Weltöffentlichkeit bis vor kurzem unbekannt war. Der investigative US-Journalist Ben Swan kam zum Schluss, sie ist das Produkt des Verhaltens der USA im Irak, und er brachte zahlreiche Details der Unterstützung der Terrormiliz an die Öffentlichkeit. Lassen wir uns überraschen.